Was bedeutet Qualität in den Rohmed-Kliniken? Viele Menschen verbinden Qualität mit teuren Marken. Klar, wenn man viel Geld für etwas ausgibt, kann man auch davon ausgehen, dass das Produkt eine hohe Qualität hat. In einem Krankenhaus geht es bei Qualität aber nicht darum, ob die Arztkittel von Prada oder die OP-Leuchten mit teuren Swarovski-Steinen verziert sind. Bei Rohmed zeichnet sich Qualität nämlich durch Sicherheit, Zufriedenheit, Gesundheitsergebnisse und Transparenz aus. Bei der Sicherheit muss darauf geachtet werden, dass die wichtigsten Prozesse und Aufgaben klar strukturiert, dokumentiert und nachgehalten werden. Das wird durch das Qualitätsmanagement gesichert. Ein klassischer Prozess ist zum Beispiel, ein Patient kommt mit einer Beinverletzung in die Notaufnahme. Dort wird er aufgenommen und bei der Diagnose stellt sich dann heraus, dass er eine Unterschenkelfraktur hat. Der Patient wird dann operiert und nachversorgt. Und wenn der Arzt sein Okay gibt, dann darf der Patient nach Hause. Wenn es danach noch zu Komplikationen kommt, folgt eine Nachbehandlung. Während diesen Schritten kann theoretisch in jedem Bereich ein Fehler auftreten. Es können zum Beispiel fehlerhafte Daten vom Patienten aufgenommen werden, eine falsche Diagnose gestellt oder nicht die richtige Behandlungsmethode durchgeführt werden. Deshalb sind Instrumente wie zum Beispiel Fehlermeldesysteme, OP-Checklisten oder das Hygienemanagement schon seit Jahren gesetzlich vorgeschrieben. Auch Zertifizierungen des gesamten Managementsystems werden immer weiter standardisiert. Bei der Zufriedenheit geht es auch wieder sowohl um die Mitarbeiter als auch Patienten. Die systematische und regelmäßige Messung der Mitarbeiter- und Patientenzufriedenheit identifiziert Stärken und Schwächen der Rohmed-Kliniken. Es gibt zum Beispiel einen Fragebogen zur Patientenzufriedenheit, der jedem Patienten nach dem Aufenthalt zugeschickt wird. Anhand einer 10er-Skala kann er dann seine Zufriedenheit mitteilen. Dabei sind Aspekte wie zum Beispiel Freundlichkeit und Empathie, Information und Aufklärung, aber auch Verpflegung und Sauberkeit bedeutsam. Das Thema Great Place to Work spielt ebenfalls eine Rolle bei der Zufriedenheit. Hier gibt es ähnlich wie bei der Patientenzufriedenheit auch einen Fragebogen, allerdings für die Mitarbeiter. Dadurch kann in allen Bereichen an Verbesserungen gearbeitet werden, denn wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, können sie häufiger ihren Patienten die notwendige Zuversicht und Kraft geben, die man für den Behandlungserfolg braucht. Zurück bei unserem Patienten, dessen Unterschenkelbruch versorgt wurde. Bei ihm sollen nun die Gesundheitsergebnisse gemessen werden. Dabei ist es wichtig, dass das Outcome, also das Behandlungsergebnis, zum einen durch den Behandler selbst beurteilt wird, zum anderen aber auch durch den Patienten. Es geht hier aber nicht nur um das Outcome an sich, sondern auch um den gesamten Verlauf vom Aufenthalt bis circa 2 Jahre nach der Entlassung. Das liegt daran, dass man, wie zum Beispiel in diesem Fall, ein eindeutiges Ergebnis oft erst langfristig nach mehreren Monaten oder Jahren erkennen kann. Alles, was dazwischen passiert, also zum Beispiel mögliche Komplikationen während der OP oder dem Heilungsprozess, wird gemessen und von dem Arzt gemeldet. Diese Messungen von Lebensqualität oder Funktionalität ermöglichen eine genaue Analyse, zum Beispiel zur Wirkung einer Behandlungsmethode. Alle diese Messungen und Analysen bringen aber nicht viel, wenn sie zwar vorliegen, sie aber keiner weiter behandelt. Deshalb ist Transparenz der letzte und entscheidende Qualitätsbestandteil von Rohmed. Zum einen stehen die Daten allen Mitarbeitern zur Verfügung, zum anderen finden aber auch regelmäßige Meetings statt, die sogenannten Qualitätsreviews oder auch Q-Reviews. Dabei setzen sich unter anderem die Klinikleitung, die Geschäftsführung, das Qualitätsmanagement sowie alle Chefärzte und Pflegedienstleitungen der Kliniken zusammen. Sie diskutieren dann in einer mehrstündigen Besprechung Daten und Maßnahmen zu Gesundheitsergebnissen, Sicherheit und Zufriedenheit. Die Q-Reviews dienen der strukturierten und offenen Diskussion über Qualität mit dem Ziel, gemeinsam zu lernen, sich zu verbessern und somit die bestversorgte Region Deutschlands zu werden. Denn das Wichtigste ist, dass unser Patient mit seiner Verletzung so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommt.